So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Repentance. Ich bin frustriert. Ich bin frustriert. Nicht, weil der letzte Run nicht gut lief, denn er lief gut, sondern weil ein Bug uns den Run beendet hat. Ich habe nachgeschaut, beziehungsweise der Aggressor hat mir beim Nachschauen geholfen. Wenn man mit Tainted Judas... Na, wo ist er denn? Wenn man mit Tainted Judas diese Karte einsetzt, die wir eingesetzt haben... was war es denn nochmal? Ich glaube Empress Fragezeichen. Dann ist nach Ablauf der Zeit es tatsächlich so, dass man auf ein halbes Herz gesetzt wird. Das ist ein Bug. Das sollte nicht so sein. Eigentlich zieht die Karte nur die zwei Herzen wieder ab, die sie einem gegeben hat nach den 60 Sekunden. Und nicht alles. Wie es bei Tainted Judas passiert ist. Wie es scheinbar dann auch bei... Blue Baby passiert, wie es scheinbar auch bei, ich glaube, Bethany war noch genannt, passiert. Das ist ein Bug. Der ist bekannt. Ist der behoben? Nein. Das ist schon ein wenig frustrierend. Weil, ich weiß nicht, ich war zwar nicht der Meinung, dass wir... Ach ja, ich habe im Moment keinen Dark Bomb. Ich wollte gerade sagen, mein Dark Bomb kann ja wieder hier essen. Habe ich ja gar nicht dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob oder ob, also ob wir oder ob wir nicht Delirium besiegt hätten können, besiegen hätten können. Aber ich sag mal, die Voraussetzungen waren jetzt doch nicht so schlecht. Also wir hatten schon ziemlich viel Energie nochmal bekommen. Und dadurch, dass Dark Bomb dann nochmal ein paar Herzen generiert hat, also es war schon, ich weiß nicht. Ich hätte es halt schon gern richtig weitergespielt. Und wäre nicht, es hätte nicht so enden dürfen. Das ist schon... Also, wenn ein Bug was beendet, so... Ich bin ja schon schlecht genug und ich beende Runs auch schon gerne von selbst. Also durch eigene Fehler. Aber ein Bug, wenn der das Spiel beendet, ist es halt zusätzlich ärgerlich. Also, vor allem so ein Bug. Von 10,5 Herzen. Von 10,5 Herzen einfach auf 0. So einfach auf 0. So, das war es einfach. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ja. Ich glaube, wir werden mit Isaac so ein bisschen. Es sind lange Folgen, die ich aufnehme. Das ist ein Problem. Und es sind vor allem. Wow. Teilweise halt nicht erfolgreiche Folgen. Und ich glaube, es wäre besser, wenn wir mal ein bisschen Abwechslung bekommen. Und das Schöne ist ja, zum einen kommt jetzt morgen, also für euch ist das nicht morgen, ne? Für euch ist das dann längst passiert. Aber morgen kommt das neue WarioWare raus, was ich ja schon angespielt habe als Demo. Und da habt ihr auch schon gesagt, dass... Fandet ihr ganz nett? Würdet ihr euch anschauen? Also, ihr ist jetzt halt die Leute, die es geschrieben haben. Und ich denke, wir werden so ein bisschen vielleicht mal auf Abwechslung gehen und dass ich vielleicht irgendwie so am Wochenende eine Isaac-Folge oder zwei bringe. Aber dann wird halt Isaac, dauert halt dann deutlich länger. Also ich weiß nicht, Isaac wäre halt wirklich ein Streamspiel. Isaac wäre halt wirklich ein Streamspiel. Weil WarioWare, das kann ich so, da kann ich so halbe Stunden Parts machen. Na, da ist jetzt nicht so, dass man ewig lange Runs hat, die mindestens über eine Stunde gehen werden und keine Ahnung, sondern da kann man auch zwischendurch einfach mal unterbrechen. Hier ist es halt wirklich furchtbar zu unterbrechen. Also, weil du unterbrichst hier irgendeinen Run und dann geht das schief. Ja, und dann? Dann hast du gelitten. Also, das weiß nicht, das ist komplett kacke. Ach, komm schon. Dass ich den jetzt schon wieder nicht kriege, ist auch komplett kacke. Ah, der könnte jetzt auch hier sein. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Okay, danke. Naja. 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 Ich weiß ja nicht. Und ja. Also, keine Ahnung. Es ist kompliziert. Och, scheiße. Ist nicht so, dass ich Isaac nicht mehr spielen will. Don't get me wrong. Aber
gerade wenn jetzt auch wieder Schule anfängt und alles, so, ich habe eigentlich echt nicht die Zeit für stundenlange Aufnahmen. So, das Problem ist aber halt, du kannst Isaac, es ist halt nur dann wirklich vollständig, wenn du den One auch abschließt, und der dauert bei mir halt eine Weile. So, das, daran ändert sich halt nichts. Und wie viel Schaden haben wir gerade bekommen? Holy moly. Also ich... Ach, keine Ahnung. Es ist, ja. Naja, es bleibt dabei. Es ist einfach kompliziert. Aber wir werden sehen, was noch so alles... ...auf uns zukommt. Nee. Das ist jetzt nicht so gut. Ich kenne doch mein Glück gegen den Kollegen. Ah, diese Range, diese geringe Range von Yu. Oh mein Gott. Diese geringe Range von Judas, ne? Ah, es ist so kritisch. Oh mein Gott, ich weiche immer so knapp aus vorher. Shish. So knapp. Oh shit. Dachte erst. Ich krieg halt mit ihm vor allem, ich krieg halt keine Herzen so schnell. Das ist das Problem. Also, man muss bei ihm halt böse aufpassen. Weil, wenn man mit ihm mal auf geringer Energie ist, dann dauert es durchaus eine Weile, bis mal wieder Herzen kommen, die man einsammeln kann. Das ist kritisch. Das ist sehr, sehr kritisch. Das war dann der Moment. Eieieiei. Wo der Fluch sich eingesetzt hat, wollte ich sagen. Ja, okay. Kann man erstmal mitnehmen. Das immer ein Teleport? Hä? Ist das nicht irgendwie so was anderes gewesen? Ist das immer ein Teleport? Bin ich blöd? Lasst mich mal kurz das Item nachschauen. Upon use, teleports you to one of the following rooms at random. Ach so, never mind. Okay, never mind. Ich hab, okay, alles klar. Dachte, es macht was anderes. Das habe ich dann schon mal letztens falsch gesagt. Huch, da war ein Stein, den habe ich nicht gesehen. Das habe ich dann letztens schon mal falsch gesagt, was das Item macht. Ist in Ordnung. Gar kein Problem. Jetzt geht plötzlich mein Drucker los. Hallo? Ich habe nichts gedrückt. Was ist denn mit dir verkehrt? Hallo? Willst du mir irgendwas mitteilen? Okay, jetzt hört er wieder auf. Du bist ja verrückt. Nee, ich habe keine Lust, den Viech zu sprengen. Das nehmen wir mit. Da können wir schön Trinket melden, wenn wir mal eins haben. Haben wir gerade nicht, aber ist egal. Oh Mensch, wir wurden ja gerade schon mit dir bekannt gemacht.
Gerade eben hat es komplett ohne Hit funktioniert. Wäre es doch schön, wenn wir es jetzt auch wieder ohne Hit. Schaffen. Aber natürlich, sobald man mehr Energie hat, wird man wieder getroffen, ist klar. Hallo, was macht mein Drucker da? What the heck? Hallo, jetzt geht mein Hallo? Was ist deine Mission? Jetzt kommt mein Virenprogramm. Keine Browserbedrohung gefunden. Hallo? Hä? Hallo, schaltest du dich mal wieder aus jetzt? Was ist denn jetzt? Hallo? Was soll denn jetzt der Blödsinn hier? Also... Ja, nützt mir nix. Haben wir Bild? Ja. Jo, es hat gerade böse komplett geleckt. Hat der jetzt irgendwie den Drucker ausgelöst durch das Virenprogramm? Oder das war ja wild. Also, wir haben leider kein Trinket, sonst könnten wir es direkt melden. Aber wir bekommen bestimmt noch eins im Laufe des Runs. Irgendwann bekommt man immer mal ein Trinket. Vielleicht ja jetzt. Schade. Hier ist noch ein Raum. Okay. Oh shit, der schießt von da unten. Okay, dann mach dich mal weg. So, gut, dass wir den Stevie haben. Der klimmert sich schon mal hier drum. Schade, kein Trinket. Na gut. Dann, jetzt kommt hier wieder der Quatsch. Dann eben kein Trinket für uns. Wir könnten natürlich noch... Schade. Shit, das war dumm. Das war nicht so smart. Ah, und verflucht, der andere... Ah. Wir hatten den Geheimraum ja schon, ich Trottel. I'm sorry. Wir hatten den Geheimraum ja schon. Ah, das war blöd. Da, jetzt kommt die Hirsche wieder. Dann holen wir uns aber noch den anderen Geheimraum zumindest. Okay, wir gehen einmal außen rum, ist in Ordnung. So, jetzt aber. Spiel, sag mir doch einfach, wenn du mich hast. Das ist in Ordnung. What the heck? Da haben wir doch schon unser erstes Trinket. So, hier... Zack, melden und weiter geht's. Zwei weitere Trinkets können wir melden. Wir werden die Top-Trinket-Melter. Wir werden hier alle Trinkets sofort melden. Das ist natürlich jetzt nicht so cool, weil wir erstmal getroffen werden müssen, um die Herzen zu spawnen. Aber es ist nichtsdestotrotz ein guter Schutz. Und besser als nichts. So, jetzt haben wir halt das Problem. Ah ja, zum Glück haben wir einen Kollegen, der weit schießen kann. Sehr schön. Haben wir ein Trinket zum Melden? Nein. Das ist schade. Aber wir haben einen Beutel zum Kaufen. Das ist okay. Okay, wir machen das wieder von Entfernung.
laufen. Nicht auf diese komische Fläche da drauf. Wegspinnen. Verzieht euch. Trifft er so? Ja, er trifft. Alles gut. Okay. Nee. Das ist mir ein bisschen zu risky. Ja gut. Da kommen wir nicht ran. Okay, der muss weg. Gut. Und jetzt bitte blaue Herzen. Nehme ich auch. Aber nützt mir nichts. Scheiße, nee, nützt mir gar nichts. Ich kann ja nicht konvertieren. Ah, ich kann ja nicht konvertieren. Ja, never mind. Aber es ist ein Guppy-Item, Lul. Ach ja, toll. Dann bist du halt excited. Auch das nützt uns leider überhaupt nichts. Vor allem, es wird gleich nachteilig werden, weil irgendwann werde ich da... Oh Gott. Okay, treffen wir von hier? Ja, sehr schön. Das ist ganz furchtbar, wenn man keine Range hat. Diese Viecher sind ganz furchtbar, wenn man keine Range hat. Mann, Mann, Mann. Ja, und jetzt kommt nämlich dieser Mist, dass alles schneller ist, weil wir excited sind. Mag die Pille gar nicht. Mach dich weg, dankeschön. Strength nützt mir leider nicht so viel. Wäre so ein Notfalleinsatz. Sheesh. Okay. Okay. Der Raum sollte eigentlich klar gehen, wenn ich nicht kompletten Müll baue. Und hier schön immer außen rumlaufe, dann sollte das eigentlich gut passen. Gut. Ja, welchen Weg wählt man? Man weiß es nicht. Ah, leider alles keine Trinke. Wobei, stopp, ich kann die Karte mir hier holen. Das ist Temperance. Jetzt habe ich meine andere Karte da aber wieder liegen lassen. So. Komischer Raum, okay. Vorsichtig, ganz gefährlicher Raum. Erstmal die Viecher da wegmachen. Erstmal die Wand. Weiß ich nicht, Kotzer. Entfernen und dann die Bodenkotzer entfernen. Eine geringe Range ist echt eine Benachteiligung. Speeddown auch. Hilfe. Gott, dass ich da nicht getroffen wurde, ist eigentlich wieder ein Wunder. Können wir mal wieder ein Trinket bekommen oder so? Hilfe. Kommst du mal raus da? Yo! Ich wollte zwar, dass du rauskommst, aber so halt auch nicht. Shish. Okay, Geheimraum. Die Lücke da ist nicht denkbar, ne? Nein, die Lücke ist raus. Da oben wäre eine Lücke. Ja. Ja, wäre möglich. Ah, wäre auch möglich. Nach oben nicht, aber nach unten. Shit. Zweimal möglich. Zweimal möglich, also Risikobombe. Richtige Bombe gewählt.
No! Okay, haben wir noch Bomben im Shop? Haben wir im Shop noch eine Bombe übrig? Komm, dann zahlen wir ein, denn ich glaube, dass wir hier jetzt gleich die Runde beenden. Und dann zahlen wir ein und holen uns zumindest noch eine höhere Engelchance. Oder auch nicht. Dann holen wir uns halt keine höhere Engelchance. Ja, aber das war's. Ich komme da nicht durch. An die Kisten komme ich jetzt nicht mehr ran. Ach, das ist doch Mülli. Das ist doch Müll. Aber dann haben wir wieder ein bisschen eingezahlt. Shit. Shit, 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 shit. Oh je, hi. Ganz sicher kein schlimmer Boss, aber wenn man halt nur einen einzigen Hit hat. Ne? Dann kommt halt sowas dabei rum. Ach, ich... I don't know. I don't know. Es ist alles komisch. Oh Gott, was ist das? Okay, wir brauchen eine Bombe definitiv. Mindestens. Da ist nämlich ein blauer Stein dabei. Über den freuen wir uns natürlich, über den blauen Stein. Oh, das ist range-technisch optimal für ihn. Das ist range-technisch sehr gut. Denn die ist jetzt zumindest ein bisschen größer. Also die Range. Glaube ich. War das ein Range-Up? Ich glaube schon. Ich glaube, es war Tiers und Range-Up zusätzlich, ne? Insofern ist es schon gut, dass das existiert. So, da ist meine Bombe, die wir uns direkt einverleiben müssen. Um dann hier eine schöne platzierte Sprengung Weißt du was? Nee. Ich wollte jetzt sagen, komm, jetzt nehmen wir es mit, aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm. Zu viel Trotz muss auch nicht sein. Bruder! Okay, ich gehe davon aus, dass wir gleich wieder sterben. Nutzen wir den Part einfach, um ein bisschen Geld einzuzahlen. Nee, es ist doch zum Kotzen. So, hier kriegst du wieder Geld. Ach, guck mal, schon kaputt. Schon kaputt, die Maschine. So schnell geht das. Die will gar nicht weiter einbezahlt werden. Ich hab eigentlich, ich weiß nicht. Wenn Bugs das Spiel beenden, das ist so eigentlich echt das Frustrierendste, weil wenn du halt wirklich keinen Einfluss drauf hattest und es nicht mal dein Fehler war, wo so oft Sachen dein Fehler sind, weshalb es vorbei ist. Weil du halt einfach schlecht spielst, so. Aber wenn es dann ein Bug ist, und das halt so in der Geschichte, wo so ein Run einfach 2 Stunden dauert, bis man an dem Punkt ist. Und dann beendet eine Bug die Scheiße. Das ist Kacke. Das ist einfach Kacke. Komm mal her, komm mal. Ach. You had one job, Bombe. You had one job. Naja, machen wir das Beste draus und schauen, was aus diesem One hier wird.
ein HP ab, wird erstmal draus. Ja, dann kommen wir gehen direkt weiter. Nehme ich die Tickets mit? Nee, aber wir nehmen noch die andere Truhe mit. Wir nehmen noch die andere Truhe und den anderen Schlüssel nehmen wir auch noch mit. Ja, komm, scheiß drauf. Denn vielleicht ist diese Truhe ja nützlich. Naja. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich ist diese Truhe eher nicht nützlich, aber hey. Was soll's. Wir haben einen Schlüssel dabei. Damit ist der nächste Itemraum schon mal geklärt. Joa, ne? Machen wir das Beste draus. Oje. Springt er mir direkt ins Gesicht, der... Mann! Darf ich jetzt in den Shop eigentlich neu einzahlen oder ist das jetzt für die ganzen One? Ist das jetzt, ist die Donation Machine jetzt für den... Sind alle Donation Machines jetzt einfach kaputt? Ich weiß, es ist eine Sache, die müsste ich längst wissen, aber ich kann mir sowas einfach nicht merken. Ich habe übrigens nicht das Gefühl, dass meine Range viel stärker ist, aber ich glaube ein bisschen schon. Und wenn, dann ist es nur ein Gefühl. Einbildung ist ja auch eine Bildung. Ja. Bedeutet mehr Bomben, das ist schon mal gut. Bedeutet aber, glaube ich, auch, dass sie schneller explodieren, ne? Ich glaube, das Blitzding auf der Bombe, das Symbol, war dieses Bomben-Explodieren schneller. Insofern risikoreiche Geschichte. So, hier ist dann wieder mein Curse Room. Den wir natürlich direkt besuchen werden. Oh, gefährlicher Curse Room. Ist das die Card Against Humanity? Temperance Fragezeichen. Was machst du denn? Bitte sei keine Barrikade. When used, this card activates. Ach, das war 5 random pill effects. Ja, let's go. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Da war ein Tearsdown dabei und ein I Can See Forever. Das Tearsdown ist kacke. Aber das I Can See Forever könnte natürlich nützlich sein. Ich glaube, wenn ich die hier mittig setze, dann geht's auch die ganzen Pilze weg. Ja, okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So langsam lerne ich, wie ich das sprengen muss, dass ich alles mitnehme. Das ist nochmal Tearsdown. Das ist unbekannt. Und das ist unbekannt groß. Pretty Fly. Lol, die große Pretty Fly-Pille ist einfach die fette Fliege. Das ist stabil. Okay, es ist doch nicht, dass die schneller explodieren. Irgendeinen anderen Effekt hat es dann. Keine Ahnung welchen. So, hier ist der Shop. Jetzt werden wir gleich reingehen und rausfinden, ob ich nochmal Geld einzahlen dürfte. Oder ob das jetzt einfach überall kaputt ist. Dann habe ich zumindest dann... Dann kann ich mich zumindest nicht mehr rausreden und sagen, hey, okay, ich wollte Geld einzahlen, sondern dann darf ich es wieder ausgeben. So. Okay, die ist überall jetzt kaputt. Wir haben schon wieder... Scheiße, dass wir den Tick nicht dabei... Ah, Mist! Hätte ich doch den Tick mitnehmen sollen, siehst du? Aber kann ich da jetzt eigentlich noch auszahlen? Also gibt die mir trotzdem noch Geld? Yo, Mai! Wieso tauchst du denn da jetzt auf? Das war ja eine Überraschung. Sag ich mal, an der Stelle. Das war eine kleine Überraschung, okay.
ich echt nicht einzahlen? Das ist ärgerlich. Aber ich darf noch aus... Okay, also auszahlen darf man noch. Ach man, jetzt hätte ich Tick mitnehmen müssen. Das wusste ich doch nicht, dass ich direkt den wieder bekomme. Manno. Jetzt wäre Tick natürlich... Ach, das ist doch... Das ist doch nicht zu glauben. Das ist doch nicht zu glauben. Das ist wirklich so eine Hassliebe bei diesem Spiel einfach. Ja, aber mal ernsthaft. Was für ein Quatsch, dass ich erst Tick bekomme, dann sage ich, ha, nehme ich diesmal nicht mit und dann im nächsten Shop direkt, um mir einfach wieder ins Rein zu würgen, gibt mir das Spiel den Melddings. Vor allem auch noch so, dass ich es kaufen kann. Also, es hat mir die Möglichkeit gegeben, es zu kaufen. Ich hätte ja eigentlich nicht genug Geld gehabt. So wär's gekommen, wenn ich Tick genommen hätte. Hätte ich Tick mitgenommen, dann hätte ich hier jetzt diesen Melter gesehen und hätte in der Ebene nicht genug Geld zusammengekratzt bekommen. Genau so sieht's nämlich aus. Das war knapp. Shish. Aua. Eng geblieben mit dem Fuß. Curse of Diana. Okay, wir hatten ein schwarzes Herz. Und gleich haben wir... Ja, jetzt haben wir noch ein halbes. Ich wollte gerade sagen, gleich haben wir keins mehr. Keine Pille. Dann halt nicht. I! Yo! Der Ninja-Effekt. Die gehen mit dem Ninja-Effekt mit. Die sind OP, die Viecher. Die gehen einfach mit dem Ninja-Effekt mit. Was zum Geier. Wir haben ein kleines Problem, weil in dem Raum werde ich jetzt wahrscheinlich... Okay. Ich lade jetzt WarioWare runter. Und wir gucken mal, was wir mit Isaac machen. Ich meine, die Folge kommt ja sowieso... Ja, die Folge hier kommt ja sowieso erst nächsten Mittwoch. Glaube ich. Jetzt ist Donnerstag. Ne, jetzt ist Freitag. Ach, ist doch scheißegal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.